So, zap, zap, ab, meine Freunde, da bin ich ja schon wieder. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Teil, was ich auf der Straße auf dem Sperrmüll gefunden habe. Ich habe jetzt schon die Abdeckung abgemacht. Es war nur ein DVD-Laufwerk drin. Sogar ein Brenner ist das. Ich habe das Ding gleich geschnappt, ins Auto geschmissen. Jetzt haben wir das Ding aufgemacht und wir schauen rein, was wir da haben. Das ist das Netzteil 80 Plus. Das Gute ist, man kann hier die so reinstecken, wie man es gern haben will, die ganzen Stecker. Eigentlich gut sortiert. Das Ding hat wie viel Watt? Wo sehe ich die Wattzahl? 500 Watt hat das Ding. Dann haben wir eine Monstrosität. Wenn wir mal da reinschauen, ich drehe es mal ins Licht. Das ist ein riesen Kühler. So, ich denke mal, das sind 14 mm, 12 bis 14 mm Lüfter sind hier dran. Was haben wir dann noch? Hier, das Ding ist beleuchtet. Das leuchtet blau, glaube ich, wenn man das anmacht. Ich habe es angemacht, alles ausprobiert. Also, mein Bildschirm hat gezeigt, es ist kein Signal. Es hat eine Grafikkarte, ASRock, das sind 2 GB Grafikkarte. Die funktioniert anscheinend nicht. Ich habe aber auch keine Ersatzgrafikkarte, die ich mal hier testen könnte. Dann haben wir da unten haben wir noch mal LAN-Karte. Das ist eine Soundkarte. Dann haben wir hier eine Festplatte. Ich habe absolut keine Ahnung. So eine Festplatte habe ich noch nie gesehen. Ich kenne ja nur die anderen. Aber was das für eine Festplatte ist, weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen da helfen, weil sowas habe ich noch nie gesehen, so Festplatten. Ich kenne nur die anderen. Vielleicht ist das eine, die man überall anwenden kann. Dann kommen wir da zu einer Netzwerkkarte. Ja, und wenn wir mal genauer hinschauen, das ist ein Asus Striker 2 NSE. Das ist anscheinend ein reines Gaming-Mainboard. Da können wir ein bisschen sehen. Ich habe mich ein bisschen informiert. Da sind DDR3 Arbeitsspeicher drin, aber was für welche weiß ich nicht. Ich müsste den gleich komplett mal auseinandernehmen. Ich muss mal hier zumachen. Sonst wird hier Rasen gemäht. Ja, das ist das gute Stück, was ich gefunden habe. Also das Mainboard, was ich so bei eBay geschaut habe. Keine Ahnung, zwischen 50 und 200 Euro. Aber ob das auch so ist, weiß ich nicht. Muss man nochmal schauen. Fürs Netzteil muss man gucken. Aber ich denke mal, so ein bisschen Geld könnte man aus dem Ding rauskriegen, wenn man jetzt die Einzelteile verkaufen würde. Aber ich denke mal, ich will die Einzelteile nicht verkaufen. Ich würde das Ding gern wieder zum Laufen bringen. So, dann schauen wir uns mal das Ding von hinten an. Das ist das Netzteil. Dann kommen wir hier. Das Ding hat keine eigene Grafikeinheit. Das finde ich doof natürlich, weil ich sehe keinen HDMI-Anschluss. Da haufenweise USB. So, das ist die Grafikkarte, das ist die Soundkarte. Hier haben wir die Netzwerkkarte, aber hier ist auch eine Netzwerkanschlüsse. Das ist ja dann egal. Vielleicht sind die defekt, deswegen wurde hier eine andere Netzwerkkarte eingebaut. Ja, soweit zu dem Ding. Das ist ein Coolmaster-Lüfter hier drinnen. Das Laufwerk sieht eigentlich auch sehr edel aus, wenn wir uns anschauen. Aber ich würde mal das Ganze mal jetzt erstmal auseinandernehmen. Ein bisschen reinigen, wenn wir mal schauen. Da sind ein paar Wollmäuse. Da ist haufenweise Staub. Also gereinigt wurde das Ding nicht. Und ich bin echt überwältigt, sowas auf dem Sperrmüll zu finden. Ich würde versuchen, das Ding mal zum Laufen zu bringen. Ich suche mal ein paar Grafikkarten, die ich vielleicht irgendwie geschenkt bekomme oder vielleicht für ein paar Euro kaufen kann. Ja, aber das Ding wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Das Gehäuse ist hier auch vom Coolmaster. Dann haben wir Plex Store. Habe ich noch nie gehört vom Laufwerk, was Plex Store heißt. Weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Das ist ein Plex Store PXL890SA. Floppy-Laufwerk habe ich rausgebaut, weil ich denke mal, das Ding braucht kein Mensch mehr. Aber es wäre sehr hilfreich, wenn jemand mir mal ein bisschen so sagen könnte, was für CPUs, ich weiß, dass es Intel ist, aber was für e CPUs eventuell hier drin sein könnten. Bei Dings könnte ich auf jeden Fall jetzt rauskriegen, wenn ich jetzt auseinanderbaue, dann weiß ich, was da für Arbeitsspeicher drin sind. Sind auf jeden Fall DDR3 Arbeitsspeicher, aber was für eine Menge und Größe, weiß ich nicht.
Keine Ahnung, die Grafikkarte funktioniert anscheinend nicht, weil ich vermute, die wurde einfach übertaktet. Ja, und das ist das gute Stück, was ich auch gefunden habe. Zu dem Fernseher, alles an verschiedenen Orten. Aber heftig, dass jemand sowas, das ist eigentlich bares Geld. Und die Leute schmeißen sowas auf die Straße. Ich finde es schade, dass die sich nicht die Mühe geben, einfach mal sowas wieder aufzubauen. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, das ist auch mein Hobby, ein bisschen rumbasteln und das, was Leute wegwerfen, einfach wieder aufmotzen, aufbauen und wieder zum Laufen zu bringen. Ja, wir werden mal schauen. Sobald wieder was Neues gibt, sage ich euch Bescheid.